Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur 47. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Ich darf Sie nicht nur begrüßen, sondern eröffne auch gleichzeitig die 47. Sitzung des Hessischen Landtages, stelle die Beschlussfähigkeit fest zur Tagesordnung, zum Ablauf. Über die Tagesordnung haben wir uns verständigt. Auf der Tagesordnung haben wir heute die zweite Lesung dringlicher Gesetzentwurf. Dann kommt die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Dann kommt die erste Lesung Vollzugsgesetze, erste Lesung. Aber Sie haben es ja vor sich liegen. Gibt es Einwände, dass wir die Tagesordnung so genehmigen? Alle einverstanden? Dann wollen wir die Tagesordnung so genehmigen und insoweit auch so feststellen. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen, beginnen, wie gesagt, im Anschluss an die amtliche Mitteilung mit Top 112. Wir würden wieder so verfahren, wie wir die letzten Male verfahren sind, dass wir am Ende dieses Plenartages alle zur Abstimmung stehenden Initiativen am Abend gebündelt abstimmen. Alle sind einverstanden. Das betrifft die Abstimmung der Gesetzentwürfe und Top 79. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD betreffend Abstandsregelungen in der Plenarsitzung. Das hatten wir so vereinbart beim letzten Mal. Ich möchte Sie hinweisen auf die Sitzung des Haushaltsausschusses, der heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung im Raum 501a tagt. Ich will hinweisen auf die Konstituierung des Untersuchungsausschusses heute im Raum 301p, ebenfalls im Anschluss an die Plenarsitzung. Heute fehlen entschuldigt die Kollegin Lena Arnold und die Kollegin Claudia Papst-Dippel. Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann darf ich auf einen besonders erfreulichen Anlass hinweisen, denn am heutigen Plenartag hat die Vizepräsidentin dieses Hauses, die Kollegin Heike Hofmann aus der SPD-Fraktion, Geburtstag. Liebe Heike Hofmann, alles Gute zum Geburtstag. Viel Glück in diesen Zeiten, besonders wichtig, viel Gesundheit und bleib einfach so, wie du bist. Dann freuen wir uns alle gemeinsam. Es gibt zum Geburtstag eine kleine Flasche Wein. Das ist die übliche Flasche Wein. Ich stehe jetzt auf. Das heißt nicht, dass es unterbrochen ist, sondern ich überreiche das nur, weil ich im Augenblick keine Helfershelfer habe. Ach ja. Die Wahrheit ist, ich wollte es mir nicht nehmen lassen. Also, der Kollege Hahn hat mich schon wieder entlarvt. So ist das. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn es nichts mehr zu einer amtlichen Mitteilung gibt,